Ja, hallo, herzlich willkommen. Als ich damals für meinen Amiga dieses Spiel der Firma Microprose gekauft habe, war neben der Spieldisketten war noch diese Diskette dabei. Microprose The Collection steht da drauf. Ja, und was sich auf dieser Diskette befindet, das schauen wir uns jetzt einmal an. Allerdings nicht, wie hier zu vermuten wäre, am originalen Rechner, sondern wegen der kürzeren Ladezeiten am Emulator. Und während das Ding bootet, hier noch ein kurzer Hinweis, diese Diskette scheint es auch auf Deutsch gegeben zu haben, wie dieses Label zeigt, aber die Diskette habe ich nicht. So, nach der Ladezeit erscheint zunächst einmal das Microprose-Logo, das verschwindet danach. Dann ein kurzer Text, den lesen wir uns jetzt nicht durch, könnt ihr auf Pause drücken, aber da springe ich mal weiter. Und im nächsten Screen, der dann kommt, wenn wir eine Taste gedrückt haben, dann erfahren wir schon, worum es geht, nämlich um eine Diashow, der Titel 9192 aus dem Microprose-Programm. Und dann erscheint ein Menü und mit den Cursor-Tasten kann man dann hier entsprechend ein Spiel auswählen. Ich nehme mal Grand Prix und das ist natürlich Formula One Grand Prix. Und nach einer Ladezeit erscheint dann gleich das erste Bild und in diesen roten Kästchen erscheinen dann immer Texte und die kann man dann mit der Taste auch mit irgendeiner dann auch wegdrücken, damit das schneller geht. Ich lasse die jetzt in Originalgeschwindigkeit durchlaufen. Dann ist es tatsächlich wie eine Diashow, man kann sich zurücklehnen und das in aller Ruhe durchsehen. Die Diskette hat übrigens keinerlei Sound, also wer das jetzt original in Anführungsstrichen erleben will, der kann jetzt den Ton runterdrehen. Und ich spiele dann im Folgenden noch wirklich alle Menüpunkte der Diskette durch. Wer sich ein bestimmtes Spiel angucken will, ich habe dann in der Videobeschreibung, sieht man es, da habe ich dann die einzelnen Titel als Kapitel hinterlegt. Und damit es nicht so langweilig ist, lege ich da, wenn ich mit meiner Erzählerei hier fertig bin, ein bisschen Musik drunter. Und hier sieht man kurz, wem ist es aufgefallen, das ist nicht die Originalgrafik aus dem Spiel, das ist tatsächlich ein anderes Cockpit. Das passiert ja bei Grand Prix tatsächlich noch ein paar Mal, dass wir hier Screenshots sehen, die eigentlich gar keine sind. Da könnt ihr euch einen Spaß machen. Also mir ist es bei diesem Spiel nur aufgefallen, ob das bei den anderen Spielen auch der gleiche Fall ist, dass da Grafiken dazwischen sind, die im Originalspiel so anders aussehen, das weiß ich nicht. Da könnt ihr ja einen Quiz draus machen, also ein Suchspiel. Jedenfalls hier ganz eindeutig, also das Cockpit hat es so mit den Anzeigen nicht gegeben. Ja, und habt ihr jetzt gemerkt, also es werden verschiedene Bilder aus dem Spiel, also vermeintlich aus dem Spiel gezeigt, ein paar Texte dazu, damit man einen groben Einblick bekommt, worum es in dem Spiel geht. Und hier sieht man auch wieder eindeutig, das ist keine Spielgrafik, denn in der Amiga-Version, da sitzen auch Piloten in den Fahrzeugen. Das ist witzigerweise auch ein Screenshot, der auf der Rückseite der Originalverpackung mit drauf ist. Also wo der herkommt, vielleicht aus einer Entwicklungsphase des Spiels. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich gehe dann jetzt ich lasse die Show durchlaufen, ich gehe die Menüpunkte alle so der Reihe nach durch und ihr könnt dann über die Kapitel anwählen, welches Spiel ihr sehen wollt. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, dann spiele ich ab jetzt noch so ein bisschen Amiga-Musik dazu. Dann viel Spaß beim Stöbern.
We'll be right back.